Ein herzliches Glück auf im Heimat- und Bergbaumuseum in Reinsdorf. Die Mitglieder des Heimatvereins sind begeistert, Sie bei uns begrüßen zu können. In unserer Region haben Bergleute einst mit großer Energie und Kraft Steinkohle ans Tageslicht gefördert. Der mutige Bergmann widmete sein Leben dem Bergbau und wurde zu einem wichtigen Faktor in der Geschichte in Sachsen. Hier stehen Sie vor einem denkmalgeschützten Gebäude, dem ehemaligen Förderturm des Morgensternschachtes II. Dieses beeindruckende Objekt wurde vor mehr als 25 Jahren ab 1997 von Bergmännern und anderen Freiwilligen gerettet. So konnte der letzte begehbare Zeuge des Steinkohlenbergbaus im Landkreis Zwickau erlebbar gemacht werden. Es gibt hier so viel zu entdecken. Unser Maskottchen Morgensterni hilft Ihnen dabei. Kommen Sie herein und erfahren Sie mehr über die faszinierende, aber auch schwere und gefährliche Arbeit unter Tage. Wie haben sich die Bergleute vor giftiger Luft im Bergwerk geschützt? Gab es dort vielleicht sogar tierische Helfer? Antworten auf diese Fragen und noch vieles mehr warten hier auf Sie. Unsere abwechslungsreiche Ausstellung wird Ihnen sicherlich gefallen. Die Aussichtsplattform bietet für die Mutigen unter Ihnen einen atemberaubenden Rundumblick auf Berge, Halden und vieles mehr. Das Museum wird von den Mitgliedern des Heimatvereins ehrenamtlich betreut, gepflegt und für Besucher sowie Führungen geöffnet. Wir sind uns sicher, Sie haben einen wunderbaren Aufenthalt im Museum und entdecken viele interessante Dinge bei Ihrer Bergbau-Entdeckertour in Reinsdorf.